Im folgenden Film werden wir die Herstellung einer organischen Solarzelle sehen. Auf dem durchsichtigen Substrat befindet sich eine transparente Elektrode, eine Schicht, um guten Kontakt zu gewährleisten, und die aktive Schicht, welche die Ladungstrennung bewirken soll, sowie nach einer hier nicht dargestellten Kontaktverbesserungsschicht die Rückelektrode aus Aluminium. Als erstes brauchen wir ein Substrat, auf dem wir die Solarzelle bauen können. Am besten eignet sich dazu eine transparente Elektrode auf Glas. In unserem Fall ist das Indium-Zinnoxid. Wie man sieht, sind diese Glasplättchen auf der einen Seite leitfähig, auf der anderen Seite nicht. Die Substrate werden auf die passende Größe zurechtgeschnitten. Auf der Rückseite wird eine Zahl eingeritzt, um zu markieren, wo vorne und hinten ist. Da die durchsichtige Elektrode nur an bestimmten Stellen des Substrats sein soll, damit man nachher keine Kurzschlüsse bekommt, müssen einige Teile des Indiumzinnoxids weggeätzt werden. Dies passiert in einem Säurebad. Um zu verhindern, dass alles Indiumzinnoxid weggeätzt wird, muss eine Maske aufgebracht werden. Dies geschieht mit schwarzem Klebeband, das nachher mit einem Skalpell zurechtgeschnitten wird, sodass die Stellen bedeckt sind, an denen das Indiumzinnoxid bleiben soll. Um die überflüssigen Stellen mit Indiumzinnoxid wegzuätzen, werden die maskierten Substrate in ein Säurebad gegeben. In dem Bad wird konzentrierte Salzsäure verwendet. Das Ultraschallbad und die Zugabe von Zinkpulver beschleunigen die Reaktion. Nach dem Ätzen müssen die Substrate mit Wasser gespült werden, um die Reste der Säure zu entfernen. Das Indiumzinnoxid unter dem Klebeband ist von der Säure nicht angegriffen worden und bedeckt nun nur noch die gewünschte Fläche. Als nächstes werden die Substrate für eine halbe Stunde in einer speziellen Reinigungslösung gesäubert. Die besten Resultate erhält man in einem geheizten Ultraschallbad. Da die Schichten organischer Solarzellen sehr dünn sind, müssen die Substrate sehr gut gereinigt werden. Dies verhindert, dass es nachher zu Kurzschlüssen oder schlechten Kontakten in der Solarzelle kommt. Die Indiumzinnoxidseite der Substrate wird nun mit PEDOT-PSS bedeckt. PEDOT-PSS ist ein transparentes, leitfähiges Polymer und dient dazu, den Kontakt zwischen der aktiven Fläche und Indiumzinnoxid zu verbessern. Um eine gute Filmqualität zu erhalten, muss die PEDOT-PSS-Lösung gefiltert werden.
Die optimale Schichtdicke liegt zwischen 50 und 100 Nanometer. Sehr gute Filme dieser Dicke erhält man mit Hilfe der Aufschleudertechnik, auch genannt Spin Coating. Hierbei verteilt man die Lösung gleichmäßig auf dem Substrat, welches dann mit 2000 Umdrehungen pro Minute gedreht wird. Durch die Fliehkräfte bleibt ein dünner, sehr homogener Film auf dem Substrat. Um die serielle Verschaltung der zwei Solarzellen auf dem Substrat zu gewährleisten, muss das PEDOT PSS an einigen Stellen entfernt werden. Dies geschieht mit Hilfe eines wassergetränkten Wattestäbchens. Die aktive Schicht wird aus Lösung aufgebracht. Zur Herstellung dieser Lösung benötigt man zuerst ein Aluminium-Wegeschiffchen. Als erstes wird P3HT, Poly-3-Hexylthiophen, ein Polymer mit P-artigen Halbleitereigenschaften, eingewogen. Im konkreten Fall mit einer Konzentration von 10 Milligramm pro Milliliter. Danach wird PCBM mit derselben Konzentration von 10 Milligramm pro Milliliter eingewogen. PCBM ist ein lösliches Derivat vom Buckminsterfullerin C60. Dieses kleine Molekül hat N-artige Halbleitereigenschaften, ist also ein Elektronenleiter. Damit die Lösung am Magnetrührer gerührt werden kann, kommt in das Fläschchen ein kleiner Stabmagnet, der mit Teflon beschichtet ist. Als Lösungsmittel dient im konkreten Fall Chlorbenzol. Um den Lösungsprozess zu beschleunigen, wird das Fläschchen auf einen Magnetrührer gestellt. Da die Lösungseigenschaften von Chlorbenzol bei erhöhter Temperatur besser sind, wird die Temperatur mit geheiztem Sand auf 50 Grad Celsius gehalten. Die aktive Schicht wird durch Rakeln, im Englischen Doctorblading, aufgetragen. Dabei wird die Lösung auf eine Klinge, die sich knapp über dem Substrat befindet, aufgebracht. Danach wird die Klinge mit konstanter Geschwindigkeit über das Substrat bewegt. Der Abstand der Klinge, die Geschwindigkeit und die Konzentration der Lösung bestimmen die resultierende Schichtdicke. Das Substrat wird auf 60 Grad Celsius geheizt, damit das Lösungsmittel schneller verdampft. Nach dem Trocknen befindet sich ein Film aus P3HT und PCBM mit einer Schichtdicke in der Größenordnung von 200 Nanometer auf dem Substrat. Wie zuvor das PEDOT wird auch die aktive Schicht von den ITO-Kontakten gewischt. Dies verhindert erhöhte Kontaktwiderstände. Um die Solarzelle fertigzustellen, muss nun noch die metallene Rückelektrode aufgedampft werden. Mit Hilfe einer Metallklammer wird eine Maske auf dem Substrat befestigt. Diese sorgt dafür, dass die metallene Rückelektrode nur auf die passenden Stellen aufgedampft wird. Da die aktive Schicht der Solarzelle auf längere Sicht durch Sauerstoff und Wasser geschädigt werden kann, werden die nächsten Schritte in einer mit Argon gefüllten Handschuhbox durchgeführt. Der Transfer von Gegenständen zwischen Außenluft und Argonatmosphäre wird mit einer Luftschleuse bewerkstelligt. Zuerst wird die Außenluft abgepumpt und die Schleusenkammer danach mit Argon geflutet.
Die Aufdampfanlage beruht darauf, dass man durch ein mit Metall befülltes Wolframschiffchen einen hohen Strom fließen lässt. Dadurch erhitzt sich das Schiffchen und das Material verdampft. Der Vorgang findet im Vakuum statt, wodurch das Material ungehindert zum darüber montierten Substrat gelangen kann, wo es als dünner Film kondensiert. Die Schichtdicke wird dabei durch eine Quarzmikrowaage überwacht. Um den Kontakt der aktiven Schicht zur metallenen Rückelektrode zu verbessern, wird zuerst eine 0,7 nm dicke Schicht aus Lithiumfluorid aufgedampft. Die eigentliche Rückelektrode besteht aus einer 100 nm dicken Schicht Aluminium. Die besten Resultate erzielt man, wenn man die Solarzellen nach der Fertigstellung für einige Minuten aufheizt. In unserem Fall werden die Zellen für 5 Minuten auf 140 Grad Celsius aufgeheizt und dann langsam abgekühlt, um thermische Spannungen zu vermeiden. Jetzt sind die Solarzellen fertig. Natürlich ist es nun interessant, die Charakteristiken der Zellen zu überprüfen. Zuerst werden die beiden Elektroden der Solarzelle kontaktiert und der Stromfluss durch die Solarzelle ohne Beleuchtung bei verschiedenen angelegten Spannungen gemessen. Danach wird die Leistung der Solarzellen unter Sonnenbeleuchtung bestimmt. Da die Sonne aber nicht sehr gleichmäßig scheint und damit Solarzellen im natürlichen Sonnenlicht schwer zu vergleichen sind, gibt es standardisierte Lampen mit ähnlichem Spektrum und ähnlicher Leistung wie die Mittagssonne an einem klaren Sommertag in Mitteleuropa. Diese Lampen nennen sich Solarsimulatoren. Die kontaktierte Solarzelle wird nun also auf den Solarsimulator geschoben und wieder der Stromfluss durch die Solarzelle bei verschiedenen angelegten Spannungen gemessen. So wird das Verhalten der Solarzelle mit einer angelegten Last geprüft. Im Dunkeln verläuft die Stromspannungskurve, kurz IV-Kurve genannt, gemäß dem Verhalten einer Diode. Bei negativ angelegter Spannung fließt ein kleiner negativer Strom. Bei positiver Spannung ist der Strom viel größer. Unter Beleuchtung erscheint die Kurve verschoben, sodass nun in einem Bereich bei positiver angelegter Spannung ein negativer Strom fließt. In diesem Bereich gibt die Solarzelle Leistung ab. Das Maximum der Leistung wird am Lastpunkt der Solarzelle erreicht. Das Verhältnis dieser maximalen Leistung zur Leistung des einfallenden Lichts ist die Gesamteffizienz der Solarzelle. Solarzellen konvertieren grundsätzlich nur einen Teil des gesamten Sonnenlichtspektrums. Um zu charakterisieren, wie die Wellenlänge des einfallenden Lichts und die Konversion von Licht zu Strom zusammenhängen, beleuchtet man die Solarzelle mit Licht verschiedener Wellenlängen und misst den resultierenden Strom. Um die Messung richtig zu normieren, wird zuerst die Leistung der Lampe bei den verschiedenen Wellenlängen gemessen. Danach misst man den Strom, den die Solarzelle bei verschiedenen Wellenlängen abgibt. Teilt man nun den Strom aus der Solarzelle durch die Leistung des einfallenden Lichts und berücksichtigt die Photonenenergie bei verschiedenen Wellenlängen, so kann man die externe Quanteneffizienz berechnen. Dieser Wert gibt an, welcher Anteil der Photonen im einfallenden Licht in Elektronen umgewandelt werden. In diesem Beispiel werden auf dem Maximum bei etwa 520 Nanometer Wellenlänge ca. 38% der einfallenden Photonen in Elektronen umgewandelt. Die fertigen Solarzellen degradieren an Sauerstoff und Wasser schnell. Deshalb muss der aktive Bereich versiegelt werden, bevor die Solarzellen aus der Glovebox genommen werden können.
Zum Versiegeln wird eine gereinigte Glasplatte mit einem Zweikomponenten-Epoxidharzkleber auf das Substrat geklebt. Um zu demonstrieren, dass die so hergestellten Solarzellen imstande sind, einen Motor anzutreiben, werden sie mit einem kleinen Ventilator verbunden. Zuerst werden zwei seriell verschaltete Solarzellen auf den Solarsimulator gelegt und über Kabel mit dem Ventilator außerhalb der Handschuhbox verbunden. Der Ventilator dreht sich und alle sind glücklich.